Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Oberösterreich und der Sparte Industrie der Wirtschaftskammer Oberösterreich darf ich Sie heute Nachmittag zum heutigen Digi-Think Tank herzlich willkommen heißen. Ich freue mich gleich zu Beginn, bevor wir mit unserem Keynote-Speaker beginnen, auf die Begrüßungsworte von Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich und der Präsidentin der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Oberösterreich. Herzlich willkommen, Frau Kommerzialrätin Magistra Angelika Seri-Froschauer. Ja, vielen herzlichen Dank, lieber Christoph. Es ist uns eine große Freude, Sie heute wieder willkommen zu heißen bei unserem DigiThink Tank. Wir schauen auf ein Jahr zurück, wo wir uns ganz intensiv den Skills gewidmet haben. Wir haben begonnen im Frühjahr mit den Skills der Zukunft. Wir haben sind fortgeschritten mit den Skills für die 21st Century. Und wir dürfen heute mit einem hochspannenden Thema den Jahresbogen sozusagen abschließen mit Lernen ist Zukunftsarbeit. Und hier darf ich den Bogen aufnehmen. Für uns als Unternehmerinnen und Unternehmer ist es wirklich tatsächlich so, dass wir jeden Tag mit unseren Teams nach vorne schauen, weil es ohne das gar nicht geht. Wir können unsere Zukunft nicht meistern, wenn wir uns nicht aufmachen für die stetigen Fortschritt und für die stetige Transformation in diesen ganz speziellen Zeiten und für das Lernen. Und das zeichnet uns aus und ich finde es ganz großartig, dass wir heute die Gelegenheit haben, auch wissenschaftlich hinter die Bewegungen zu schauen, die uns und auch ein Fundament zu bekommen, was das für uns eigentlich für die Zukunft auch bedeutet. Ich darf, bevor wir starten, bevor ich wieder das Wort an dich übergebe, mich bei euch, bei Ihnen, die uns von österreichweit über das ganze Jahr über immer wieder konsultieren und wo wir gemeinsam die Formate organisieren und abholen, herzlich bedanken und wünsche schon vorweg eine gute vorweihnachtliche Zeit, eine schöne Weihnachtszeit und wir starten mit Sicherheit dann im neuen Jahr wieder weiter, um uns in der Erwachsenenbildung immer auf die neuen Themen der Zukunft auszurichten. Und somit darf ich das Wort weitergeben an dich, lieber Christoph. Angelika Seri-Froschauer, herzlichen Dank. Im Namen aller Zusehenden darf ich mich auch bei dir bedanken für diesen Einsatz heuer. Das war schon viel. Wir haben viel erfahren, viel Neues. Das wird nächstes Jahr nicht anders werden. Dazu ein bisschen später. Herzlichen Dank dazu. Wir haben ebenfalls bei uns jetzt zugeschaltet den Bildungssprecher der Sparte Industrie, Herrn Kommerzialrat Ingenieur Rudolf Mark. Ich ersuche ihn ebenfalls um ein paar kurze Begrüßungsworte. Ich höre gerade, dass er leider kein Bild hat für uns, aber kann er uns hören? Vielleicht kann ein paar Worte sagen. Unser Programm ist so gut, dem ist die Spucke weggeblieben, sage ich jetzt einmal ganz salopp. Rudolf Mark, vielleicht kann er am Abschluss oder nach unserem Keynote-Speaker noch ein paar Worte sagen. Herzlichen Dank, Dankeschön. Wir beginnen jetzt, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit einem sehr interessanten Vortrag einer ganz neuen Sichtweise. Lernen ist Zukunftsarbeit. Zukunftsvorhersagen, wie wir sie von früher kennen, die funktionieren eigentlich heute nicht mehr so. Denn unsere Welt ist dermaßen komplex geworden, dass nur ganz schwierig vorhersehbar ist, was wird in Zukunft sein, wie werden wir in Zukunft auch lernen. Lernen ist Zukunftsarbeit. Ich freue mich ganz besonders auf Herrn Universitätsprofessor Markus F. Peschel, unseren Keynote-Speaker. Bühne frei und ich bitte Sie um Ihre Keynote-Speech. Danke vielmals. Können Sie mich hören und sehen? Ja, perfekt. Okay, also danke vielmals auch für die schönen und netten einleitenden Worte. Ja, Lernen ist Zukunftsarbeit. Ich habe das quasi der englische Titel, ja, Learning is Cooperating with the Future, ist sogar ein bisschen eine Wendung von dem, nämlich das, was ich Ihnen gerne heute zeigen möchte, in der nächsten halben Stunde ist, was bedeutet es sozusagen, mit der Zukunft zu kooperieren? Vielleicht ganz kurz, was ist die Agenda für heute? Ich würde gerne mal beginnen sozusagen mit einer Art Bestandsaufnahme, nämlich mit der Frage, in welcher Welt befinden wir uns denn einfach? Und vielleicht einige von Ihnen kennen diesen Begriff, der sogenannten VUCA World, ich werde das dann gleich erklären. Und dann die nächste Frage ist, warum wir uns so schwer tun, mit dieser Welt umzugehen, und zwar aus der Perspektive von Innovation und Lernen. Ja, für mich hat Innovation und Lernen sehr, sehr viel miteinander zu tun, nämlich im Sinne von, dass eigentlich jeder Lernprozess eigentlich ein Innovationsprozess ist und vice versa. Also jede Innovation hat natürlich auch etwas mit Lernen zu tun. Und ich glaube, wenn wir über Lernen nachdenken, egal ob das in einem klassischen Bildungssystem ist oder auch in einer Organisation, in einem Bildungsprogramm, dann muss man diese beiden Dinge, glaube ich, immer miteinander denken. Und ich würde Ihnen gerne so ein paar Perspektiven auf Innovation und Lernen darstellen, auf der einen Seite, und dann in einem zweiten Schritt weitergehen und sagen, okay,
was bedeutet das, wenn wir sozusagen die Zukunft mit hineinnehmen? Ja, nämlich im Sinne von, ja, was, wenn wir sagen, Zukunft spielt eine Rolle, natürlich in Innovation und in Lernen, was bedeutet das? Und vor allem dann quasi, das müssen wir uns an die Frage stellen, was brauche ich denn eigentlich für Skills, was brauche ich vor allem für Mindsets und vor allem, was brauche ich für Prinzipien? Und da auch wieder interessant, jetzt nicht nur im Lernbereich, sondern auch vielleicht wirklich auf eine ganze Organisation, auf ein Unternehmen hingedacht. Was braucht ein Unternehmen eigentlich, um quasi zukunftsorientiert zu lernen, zu innovieren und zu arbeiten? Das ist sozusagen ganz kurz der Fahrplan. Vielleicht ein zu Beginn ein aufmunterndes Bild, ja, wenn wir sagen, wenn wir uns anschauen, sozusagen, wie unser Leben funktioniert eigentlich, ja, dann sehen wir, dass das sehr, sehr viel damit zu tun haben hat, dass wir Dinge antizipieren müssen. Ja, also Antizipation auf der einen Seite, aber in diesem Antizipieren, das richtet sich immer auf die Zukunft. Ja, also Antizipieren ist lateinisch, heißt etwas vorwegnehmen, und zwar es richtet sich darauf, wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Das ist sozusagen eigentlich das übergeordnete Thema. Und wir sehen, dass das sehr, sehr viel eben mit Innovation, mit Lernen zu tun hat. Und wenn wir uns versuchen anzuschauen, sozusagen in welchem Kontext das Ganze stattfindet, dann müssen wir einen Blick auf die heutige Welt werfen. Und die heutige Welt ist das, was sehr, sehr oft als eine sogenannte VUCA World bezeichnet wird. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen diesen Begriff kennen. VUCA ist sozusagen eine Abkürzung für eine Welt, die volatil ist, uncertain, also unsicher, komplex und ambiguous. Und das sind sozusagen eigentlich vier Charakteristika, die die heutige Welt, also die, egal ob das jetzt die ökonomische Welt ist, unser soziales Umfeld, unser politisches Umfeld, was immer, wo Sie immer hinschauen, sind wir mit diesen, ich sage mal, scheinbar vorerst negativen Eigenschaften konfrontiert. Und das Interessante ist, dass man sozusagen jetzt nicht dabei stehen bleiben muss, das als Negatives, etwas Negatives zu sehen, was es ja ist. Ja? Wenn etwas volatil oder unsicher ist, da fühlen wir uns irgendwie nicht wohl. Ja? Oder wenn es komplex wird, das fordert uns heraus. Aber zu sagen, nein, wir nehmen genau das an und fangen uns schauen, wie können wir genau dagegen, damit etwas auch tun können. Nur ein paar Beispiele. Ich werde jetzt nicht auf jedes Einzelne eingehen, was sozusagen hier, wenn wir quasi in unsere heutige Welt schauen, was da alles passiert, da gibt es die ganzen Fragen, die ganzen neuen Technologien, die ganzen Geschichten, was hat AI, also künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, was wird das mit uns zu tun, was wird das mit uns tun, mit unseren Unternehmen tun? Die ganze Frage, wie zum Beispiel die ganze Platform Economy Frage, ja, die sozusagen das ganze Wirtschaftsdenken eigentlich völlig auf den Kopf stellt und völlig neue Herausforderungen hervorbringt. Oder die Frage natürlich, was bedeutet das natürlich auch für Erziehung, Bildung, Lernen und Lehren im weitesten Sinn. Das heißt, an allen Ecken und Enden sozusagen ist die Welt sozusagen in dieser VUCA-Dimension gefangen. Und ein ganz, wie sagen, wesentlicher Punkt, der sozusagen hier eine wichtige Rolle spielt, ist sozusagen unser eigenes Verständnis. Wenn wir sagen, wenn wir in die Zukunft schauen, wie machen wir denn das? Weil wann immer wir etwas lernen wollen oder wann immer wir etwas sozusagen innovieren wollen, hat das natürlich damit etwas zu tun, wie wir die Zukunft sehen. Und wenn wir uns das so ein bisschen anschauen, ich weiß nicht, ob Sie meinen Mauszeiger sehen können, ich nehme schon an, dann sozusagen, wenn Sie sich hier vorstellen, auf der einen Seite hier verläuft die Zeit und hier nach oben hin der Fortschritt, was immer wir dazu darunter verstehen wollen, lassen wir das einmal offen, ja, dann ist unser Denken, also unsere Kognition, man spricht eben von Kognition, Denken, sehr, sehr stark in quasi in einer linearen Form. Ja, das heißt, wenn wir sagen, wir stehen hier und stellen uns die Zukunft vor, was wir meistens tun, ist, dass wir sozusagen das Bestehende linear extrapolieren. Das heißt, wir schauen in die Zukunft, indem wir das, was wir in der Vergangenheit gesehen haben, wir kennen Trends, wir verstehen einige Muster und das projizieren wir linear in die Zukunft. Das Problem ist, das heißt, das wäre diese gestrichelte Linie hier. Das Problem ist, dass, wenn wir uns aber anschauen, wie die Realität ausschaut, ist, dass wir dann nicht da enden in der Zukunft, sondern wir enden hier. Und das nennt man eben ein exponentielles Verhalten. Woher kommt das? Das kommt ganz, ganz stark daher, das gab es immer schon, muss man auch dazu sagen, aber die Geschwindigkeit hat sich total verändert und sozusagen wir leben in einer High-Speed-Gesellschaft und das hat damit zu tun, dass wir
durch Hilfe von Technologie, also die ganze IT-Technologie, das die Internet, jede Form von Social Media, all das führt dazu, dass kleine Veränderungen sehr, sehr schnell sich sozusagen zu ganz, ganz großen Veränderungen auswachsen können, weil Zeit einerseits und Raum plötzlich keine oder fast keine Rolle mehr spielt. Und dadurch kommt es eben genau dazu, dass wir quasi nicht mehr linear denken können, wenn wir in die Zukunft schauen, sondern eigentlich exponentiell denken können und das heißt eigentlich Zukunft in dem Sinn nicht mehr vorhersagen können. Und das ist ein ganz klassisches Bild, das aus dieser VUCA-Welt herauskommt. Und die Frage ist jetzt, woher kommt das? Ja, das ist einerseits, und das ist ganz wichtig, da muss ich jetzt vielleicht ganz kurz auf neurowissenschaftliche Grundlagen oder kognitionswissenschaftliche Grundlagen eingehen. Das kommt daher, wie unser Gehirn funktioniert. Unser Gehirn, sozusagen auch aus biologischer, evolutionärer Sicht, ist ganz, ganz stark sozusagen darauf getrimmt, sozusagen diese Linearität zu haben. Und wenn man sich das anschaut, schauen wir uns das gemeinsam an, dieses Bild. Hier haben wir das Gehirn. Hier wird so etwas aus der Welt wahrgenommen, eine Realität, über zum Beispiel ein Sinnesorgan und das wird dann verarbeitet. Normalerweise die Vorstellung ist da, wie wir die Welt sehen da draußen, ja, wird quasi in unser Gehirn hineinprojiziert und wir bekommen quasi ein Bild von der Welt. Und das sieht man auch eben neurowissenschaftlich, dass man das sieht, da gibt es sozusagen ganz, ganz Nervenbündeln, die sozusagen diese Projektion machen. Das Problem ist aber, wenn man genauer hinschaut und das sich auch neurowissenschaftlich anschaut, dass es mindestens so viele Nervenbündeln gibt, die von den Cortex, beim visuellen Cortex zum Beispiel, ja, das ist das, was wir da hinten haben, wo wir unsere visuelle Wahrnehmung produzieren, dass es da mindestens so viele Nervenstränge gibt, die in die andere Richtung projizieren. Ja, das nennt man in den Kognitions- und Neurowissenschaften die sogenannte Predictive Mind oder Predictive Processing Hypothesis. Nämlich, das bedeutet, dass unser Gehirn nicht primär ein Apparat ist, der sozusagen die Welt passiv wahrnimmt, sondern unser Gehirn ist eine sogenannte Prediction Machine. Das heißt, dass wir die Welt eben nicht mehr passiv in uns aufnehmen, sondern das Gehirn zielt darauf ab, die Welt vorherzusagen. Das heißt, wir haben schon vorgefertigte Bilder, wir haben vorgefertigte Hypothesen, wir haben vorgefertigte mentale Modelle, die eigentlich nur mehr in die Welt hinaus projiziert werden und es wird geschaut, ob das, was wir sozusagen uns denken, mit der Welt übereinstimmt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil das genau quasi, wenn es um die Frage von Lernen und Innovation geht, das heißt, wenn es um die Frage des Neuen geht, genau das Gegenteil von dem ist, was wir eigentlich brauchen. Ja, nämlich, dass wir das Neue einfach nicht sehen oder sehen können. Ja, in dem Sinn, das ist, was ich hier Ihnen sozusagen in einem Satz zusammengeschrieben habe, we can only see and make what we already know. Ja, also wir können nur das sehen, was wir bereits wissen. Aber, ja, das ist die gute Nachricht, wir können dieses System auch ein bisschen überlisten. Und das hat etwas damit mit diesen sogenannten Futures Literacies zu tun, auf die ich ein bisschen später eingehen möchte. Und die Frage ist jetzt, was hat das aber für Konsequenzen, wenn unser Gehirn so funktioniert? Das möchte ich Ihnen anhand von drei Folien eigentlich zeigen, nämlich bezüglich der Frage, wie innovieren wir eigentlich und wie gehen wir eigentlich mit so einer Zukunft um? Und wenn Sie sich das hier anschauen, das ist wiederum, ich weiß, eine recht abstrakte Darstellung, aber ich versuche Ihnen das kurz zu erklären. Hier verläuft die Zeit, ja, von hier links unten nach da rechts oben. Das heißt, je weiter etwas hinten im Horizont ist, desto weiter ist es in der Zukunft. Und die Frage müssen wir uns die Frage stellen, wie innovieren wir eigentlich normalerweise? Ja, denken Sie mal an sich, wenn Sie etwas Neues machen oder auch etwas Neues lernen wollen, wie gehen Sie vor? Ja, wir starten hier, das gelbe Linie ist sozusagen der jetzige Moment, also Präsenz. Und hier geht es in die Zukunft. Was wir tun, wir starten hier. In vielen Fällen, wahrscheinlich in den meisten Fällen, schauen wir entweder explizit oder implizit einmal zurück in die Vergangenheit und sagen, okay, was ist denn gut gelaufen? Was sind gute Produkte? Was sind gute Praktiken? Was sind Best Practices und solche Dinge? Und versuchen dann sozusagen ein bisschen, ich sage mal, Kreativität dazu zu rühren, und machen meistens irgendwie einen Schuss in die Zukunft. Man kann in der Literatur sehr, sehr schön zeigen, dass das meistens nicht sehr erfolgreich ist. Manchmal sind das radikale Innovationen, manchmal sind das mittelgute Innovationen, aber in den meisten Fällen, man spricht dann wirklich manchmal zwischen 85% und 90%, sind diese Art von Innovationen oder auch diese Art, etwas Neues zu erzeugen, nicht wirklich erfolgreich am Markt
was immer dann der Markt ist. Das heißt, man versucht es ein bisschen sozusagen more sophisticated zu machen und man sagt, naja, ich mache jetzt nicht einfach einen großen Sprung, sondern ich fange wieder an, schaue in die Vergangenheit, gehe aber quasi in kleinen Schritten voran. Ja? Das ist so eine Art Trial and Error Prozess, wo man sich quasi langsam in die Zukunft vorantastet. Das Problem hier ist, dass man Innovationen bekommt wie diese. Sie verstehen, was ich meine. Nämlich, was Sie hier sehen, ist im Grunde das, was man als eine inkrementelle Innovation bezeichnet. Nämlich eine Innovation, die quasi in kleinen Schritten vorangeht. Ja, und Sie sehen, das Prinzip, ja, zum Beispiel dieses Rasierers, ist eigentlich von 1900 bis 2016, habe ich Ihnen das hier sozusagen dargestellt, ist im Grunde dasselbe geblieben. Man hat einfach immer nur zum Beispiel da, ich weiß nicht, da gab es mal zwei Klingen, drei Klingen, fünf Klingen und kein Mensch versteht wirklich, was ist jetzt der wirkliche Mehrwert. Ist das wirklich qualitativ etwas anderes? Das heißt, was wir bekommen, und das kennen Sie vielleicht auch, ich weiß nicht, aus Ihrem eigenen Betrieb, hoffentlich nicht, aber aus vielen anderen Bereichen, wenn Sie ein neues iPhone sehen, aha, der iPhone, ich weiß nicht, Nummer 25 hat jetzt plötzlich nicht mehr 5 Linsen, sondern 7 Linsen oder die Auflösung wurde von, weiß nicht, so und so viel Megapixel auf so und so viel Megapixel aufgeblasen. Das heißt, das Prinzip bleibt dasselbe, aber es wird einfach nur in kleinen Schritten an der Oberfläche innoviert. Das heißt, was wir eigentlich bekommen, ist sozusagen more of the same. In vielen Fällen ist das gut. Ja, das ist sozusagen, wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung optimieren, dann ist das gut und auch wichtig, damit sozusagen das langsam besser wird. Aber wenn wir sagen, wir leben in einer Welt, die unvorhersagbar ist, dann ist genau das das eigentliche Problem. Weil irgendwann einmal wird das nicht mehr genügen, weil sich die Welt so radikal und schnell verändert hat, dass sie etwas anderes brauchen. Das heißt, wir brauchen in gewisser Weise einen anderen Ansatz, eine andere Denk- und Herangehensweise in die ganze Geschichte. Und da spielen dann sozusagen die sogenannten Futures Literacies, und ich werde gleich darauf eingehen, eine wichtige Rolle. Vielleicht vorab noch einmal zwei wichtige sozusagen Prämissen. Das erste ist, dass wir uns klar sein müssen, dass wenn wir auf den Menschen schauen, ja, egal ob das ja, also als Individuum oder auch als eine Organisation oder auch als lernende Menschen, dass wir im Grunde sogenannte Creative Thinkers sind, ja, das ist jetzt kein Druckfehler, ja, das hier heroben, sondern da geht es darum zu sagen, wir denken zwar sehr, sehr viel, aber wir haben gesehen, im Denken sind wir sehr, sehr oft gefangen in unseren eigenen Denkschleifen. Das ist, was ich Ihnen gezeigt habe vorher mit diesem Gehirn, dieses Beispiel. Aber wir haben die Möglichkeit, auch Dinge zu tun, ja, in der Welt etwas zu verändern. Das heißt, wenn wir sozusagen innovieren wollen in einer zukunftsorientierten Art und Weise, dann müssen wir mehr auf die Welt schauen, mehr uns sozusagen von den Dingen der Welt oder von dem, was da am Entstehen ist, sozusagen aus der Zukunft her beeinflussen lassen. Das ist die erste Prämisse. Die zweite Prämisse ist die Frage, wovon sprechen wir denn eigentlich, wenn wir von Zukunft sprechen? Und das ist sozusagen in diesem sogenannten Future Cone Model, das ist ein relativ etabliertes Modell im Bereich eben dieser Futures Literacies oder sogenannten Future Studies, wo man sich die Frage stellt, was bedeutet Zukunft eigentlich? Und welche Bereiche der Zukunft, von welchen Bereichen der Zukunft sprechen wir denn eigentlich? Und wenn Sie sich das hier anschauen, sieht man wirklich wieder hier, quasi auf der linken Seite, das ist sozusagen die Präsenz. Das ist also, das heißt, das ist der jetzige Moment. Und hier geht es wieder in die Zukunft. Und Sie sehen, das geht so auf wie ein Trichter. Und was hier aufgeht, ist eigentlich der Raum der sogenannten der Potentialitäten, ja, oder der Möglichkeiten. Und wenn man sich das genauer anschaut, gibt es in diesem Raum der Möglichkeiten, das ist jetzt nicht ein ganz ein homogener Raum, sondern da gibt es unterschiedliche Qualitäten. Wenn wir uns das mittlere hier anschauen, spricht man von der sogenannten Projected Future. Das ist genau das, von dem ich gerade vorhin gesprochen habe, nämlich, dass ich das, was ich bereits kenne, in die Zukunft projiziere. Das ist nicht besonders interessant in Bezug auf Lernen und Innovation, weil es sozusagen das Bestehende einfach weiter fortschreitet. Ein bisschen interessanter ist dieser graue Bereich, ja, das nennt man den sogenannten Bereich des Plausible. Das heißt, das ist das, was wird in Zukunft plausibel passieren, ist auch noch nicht wahnsinnig interessant. Das ist genau das, was passiert, wenn wir eben inkrementelle Innovation machen, nämlich im Sinne von,
Naja, wir wissen, dass der Rasierer hat gut funktioniert. Jetzt machen wir einfach eine fünfte Klinge dazu. Das wird in Zukunft auch gut funktionieren. Und sozusagen, das ist plausibel und das können wir mit relativ großer Sicherheit quasi innovieren. Die Frage ist jetzt, ist das besonders interessant? Ich würde sagen, mäßig interessant, wenn wir wirklich etwas radikal verändern wollen. Wie interessanter wird es, wenn wir uns diese, also das, sagen diese, also das Probable und das Plausible, Entschuldigung, ich habe das Probable ausgelassen und das Plausible, ja, diese beiden Dinge sind eigentlich sehr eng miteinander verbunden. Interessant, wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, nämlich in das sogenannte Possible. Da fragen wir uns, ja, was ist denn sozusagen möglich? Ja, was ist alles möglich, aber was kennen wir noch nicht? Und da beginnt plötzlich das Unwissen oder das Noch-Nicht-Wissen eine wichtige Rolle zu spielen. Und wir werden sehen, das wird eine wichtige Rolle dann bei diesen Futures Literacy spielen. Und wenn wir uns sozusagen noch einmal einen Schritt weiter hinaus bewegen, ja, dann spricht man von dem sogenannten Preposterous. Das ist das, was wir heute aus heutiger Sicht als völlig unmöglich sehen. Ja, etwas, was wir uns nie vorstellen können. Das Problem ist, dass es eine heutige Sicht ist. Wenn Sie sich verstehen, versuchen Sie sich einmal in die Lage zu versetzen, keine Ahnung, 100 Jahre Retour, hätten wir uns vor 100 Jahren vorstellen können, was wir heute tun können mit Artificial Intelligence, mit den verschiedensten Internettechnologien, mit sozialen Technologien, was das für Wirkungen hat und so weiter. Das heißt, was heute unmöglich ist, ist vielleicht in 100 Jahren oder in 50 Jahren möglich. Ja, das heißt, das müssen wir auch mit einbeziehen, wenn wir von Zukunft sprechen. Das, was aber für uns interessant ist, ist dieser Bereich da herunten. Nämlich, das ist die sogenannte Preferable Future. Das heißt, das, was man sozusagen, was passieren soll. Und das ist eine Überschneidung, ja, das ist dieser grüne Bereich hier, von diesen, all diesen Bereichen. Das heißt, die Frage, vor der wir jetzt stehen, ist, wie können wir diesen Bereich, und das ist ja das, was uns auch interessiert, wenn wir innovieren, wie können wir diesen Bereich quasi für uns fruchtbar machen? Und das ist sozusagen, wenn wir von der Zukunft sprechen, ja, muss uns dann damit klar sein, wenn wir das im Auge haben, dass wir sozusagen uns bewusst sein müssen, dass wir in gewisser Weise die Zukunft nicht mehr meistern können. Wir können sie nicht mehr kontrollieren. Ja. Im Gegenteil, was sozusagen der Shift of Mindset ist eigentlich, dass wir die Zukunft co-kreieren müssen, dass wir sie produzieren müssen, dass wir sie sozusagen, man spricht auch vom sogenannten Enactment. Ja. Das heißt, wir werden, ja, wir müssen sozusagen lernen, sogenannte Future Making Practices. Ja, und das ist genau das Problem, dass wir das eigentlich, dass unsere heutigen, ich sage mal, Bildungssysteme, auch Trainingsprogramme und so weiter, auch ganze MBAs eigentlich da kaum noch einen wirklichen Fokus drauf haben, obwohl das eigentlich das zentrale Element ist, um überhaupt etwas ganz Neues zu lernen oder überhaupt sozusagen radikal zu innovieren. Und das heißt, wenn wir von Zukunft sprechen, ja, müssen wir sozusagen uns gewahr sein, dass Zukunft immer schon auch etwas mit der Gegenwart zu tun hat. Ja, und zwar in gewisser Weise existiert die Zukunft schon in der Gegenwart und wir müssen in diese Zukunft hinein innovieren. Wie können wir das verstehen? Ja, wir können sozusagen Zukunft in der Gegenwart verstehen im Sinne, dass wir unsere Erinnerungen, unsere Erfahrungen in die Zukunft projizieren, ja? Oder wir können es auch verstehen im Sinne von, ja, was wollen wir eigentlich oder was wollen wir nicht, ja? Oder im Sinne, was will denn hier eigentlich entstehen, zum Beispiel. Ja? Das ist ja auch die große Frage, wenn wir innovieren oder auch wenn wir etwas lernen wollen, ja, lernen, was will hier eigentlich entstehen. Ja? In dem Sinn geht es eigentlich immer um diese Frage der sogenannten Antizipation. Ja, und wir müssen beginnen zu verstehen, dass heute schon, wenn wir so in der Gegenwart sind, ja, dass sozusagen die Quelle von neuen Möglichkeiten schon in der Gegenwart ist. Ja, und wenn wir sozusagen Innovation oder Lernen auch so verstehen, dann dreht sich plötzlich unser Verständnis von diesen beiden Begriffen. Und da in diesem Kontext spielen sogenannte Futures Literacies eine wichtige Rolle. Das ist ein relativ junges Feld. Und hat sich, ich würde mal sagen, in den letzten 5 bis 10 Jahren sehr, sehr stark entwickelt, vor allem im Bildungsbereich, also im Education-Bereich, aber auch im Innovationsbereich. Und man versucht, die Grundidee ist, dass man hier versucht zu entwickeln Skills, ja, Practices, aber auch Mindsets oder Haltungen, die davon ausgehen, dass man versucht, sozusagen
die Zukunft zu nutzen, aktiv zu nutzen. Ja, und und darum geht's. Und das heißt in gewisser Weise, wenn wir von diesen Zukunftsliteracies sprechen, ja, bedeutet das bestimmte Fähigkeiten. Nämlich einerseits die Einsicht, ja, dass man sagt, aha, Zukunft ist nicht nur einfach die Weiterführung der Gegenwart. Das ist einmal eine wichtige Prämisse. Ja. Das zweite ist, dass man versteht, dass es unterschiedliche Arten der Zukunft gibt, ähnlich wie ich Ihnen das gerade vorhin dargestellt habe. Der dritte Punkt ist, dass man auch beginnt zu verstehen, dass sich die Zukunft auf unterschiedliche Art und Weise, dass ich sie verwenden kann und da hochkomme, aber auch, dass sie sozusagen, dass ich sie quasi unterschiedlich benutzen kann. Der vierte Punkt ist, dass man sagt, okay, ich kann eigentlich kein sicheres Wissen über die Zukunft haben. Ja, und dass man das nicht nur versteht, sondern auch akzeptiert. Weil damit befreit man sich auch, vor allem wenn man im Innovationsbereich tätig ist, vorhin zum Beispiel, weil man sagt, okay, ich versuche jetzt sozusagen nicht mehr die Zukunft zu kontrollieren und in gewisser Weise eine neue Haltung einnimmt. Ja, und da gibt es sozusagen ein schönes Bild oder eine Metapher, ja, dass man lernt, mit dem System, sprich mit der sich entwickelten Zukunft zu tanzen. Ich komme ein bisschen später noch einmal darauf zurück. Das heißt, wenn wir von diesen Futures Literacies sprechen, ja, das heißt, bedeutet das nicht, dass wir sozusagen die Zukunft kennen? Ja, das wäre vermessen. Ja, wenn wir diese VUCA World Prämisse annehmen, dann können wir die Zukunft nicht kennen. Aber was wir schon tun können, wir können sozusagen ein Umfeld schaffen, in dem eine Desired Future entstehen kann. Ja, man spricht von sogenannter Emergenz oder von sogenannter emergenter Innovation. Ja, das heißt, es geht letztlich darum, und das ist ein sehr schöner Satz, der das zusammenfasst, ja, learning from the future as it emerges. Ja, das ist ein Zitat von Klaus-Otto Schamer, der versucht zu zeigen, ja, wenn wir von Zukunftsarbeit sprechen, dass es eigentlich darum geht, aus den Zukunftspotenzialen her zu lernen, ja, und diese schon jetzt zu nutzen. Und das ist genau das, was ich Ihnen so hier versuche zu zeigen. Noch einmal zurück auf diese Folien, das haben wir schon besprochen. Und das ist jetzt quasi diese dritte Art des Umgangs mit der Zukunft, nämlich dass ich sage, ich stelle das Ganze auf den Kopf. Ich fange nicht an in der Vergangenheit wie hier, sondern ich versuche mal zu verstehen, was gibt es denn hier draußen, wirklich weit draußen in der Zukunft für sogenannte Zukunftspotenziale. Und wenn wir von einem Zukunftspotenzial sprechen, dann ist es nicht etwas, was ein Trend ist. Ja, Trends ist schön, also Trend Research ist alles nett und gut, aber Trends sind meistens Dinge, die es ja schon gibt. Und die Zukunft per Definition ist etwas, das es eben noch nicht gibt. Und die Frage ist jetzt aber, wie kann ich trotzdem quasi das erspüren und da hochkommen? Und da spricht man eben von sogenannten Potenzialen. Das heißt, ich versuche, solche Potenziale zu identifizieren für mein Feld, das ich verändern will oder in dem ich etwas lernen will. Und aus dem ein sogenanntes Sense-Making zu machen, sie zurückzuholen in die Jetztzeit und dann quasi aus dem Wissen heraus in die Zukunft hinein zu innovieren. Ja, in gewisser Weise können Sie sich das vorstellen, dass man quasi eine Art Nische baut in die Zukunft hinein, obwohl ich noch nicht genau weiß, wo es genau hingeht, aber ich weiß, dass dadurch, dass es Potenziale sind, das ist etwas, was entstehen will, dass das zu etwas Sinnvollen, hoffentlich auch Guten führen wird. Das ist so die Grundidee. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Frage stellen, wie können wir das tun, wie können wir überhaupt umgehen mit dieser Zukunft, dann müssen wir hier sozusagen drei Arten unterscheiden. Die klassische Art ist, das, was ich Ihnen hier dargestellt habe, in einem Bild. Ja, stellen Sie sich vor, Sie sind Sie sind in einem Unternehmen, möchten etwas innovieren, möchten etwas verändern, etwas erneuern, möchten vielleicht sogar etwas Neues lernen. Was die Idee ist, normalerweise ist also, so geht man normalerweise vor, man hat eine Idee, ja, die haben Sie im Kopf. Und dann versuchen Sie, diese Idee in die Welt zu bringen. Genauso wie dieser Töpfer oder diese Töpferin, die hier einen Klumpen Ton hat und versucht, die Idee, die sie vorher im Kopf hatte, durch sozusagen ihre Tätigkeit
diesem klumpen Ton eine Form zu geben. Ja, also abstrakter gesprochen schaut das so aus, dass Sie sagen, hier ist quasi der Fluss meiner Ideen, auf der linken Seite der grüne Stream, auf der rechten Seite sehen Sie sozusagen man spricht Flow of Materiality, ja? Also quasi das, was in der Welt passiert und das, was Sie tun, Sie externalisieren Ihre Idee und versuchen der Welt ihr Ding aufzuprägen. Das geht, haben wir gesehen, in den meisten Fällen nicht gut. Vor allem, ja, was man auch, und das kennen Sie, wenn Sie innovieren oder wenn Sie etwas Neues schaffen oder wenn Sie vielleicht sogar Künstler, Künstlerin sind oder etwas kreieren, dass es aus der Welt einen Widerstand gibt. Das heißt, es geht nicht, dass ich einfach so eins zu eins meine Idee in der Welt realisiere, sondern man tritt als zweiten Schritt sozusagen in eine Art Konversation, Interaktion mit der Welt ein. Ja, das heißt, am Anfang, Sie haben hier die Idee, naja, die Welt will nicht so ganz, das funktioniert nicht so ganz, und dann geht das so hin und her, aber am Schluss haben Sie dann doch wieder irgendwie Ihre Idee realisiert. Und das ist genau das, was zum Beispiel beim Prototyping passiert. Ja, wenn Sie sich überlegen, weiß nicht, ob Sie in einem Unternehmen, nehme ich an, wenn Sie eine Innovation haben, dann werden Sie irgendwann einmal in diese Prototyping-Phase kommen, wo Sie sagen, aha, wir haben die Idee und dann versuchen wir das Schritt für Schritt zu realisieren. Ja, viele Fehler, ja, Sie müssen viel lernen und es geht hin und hin und her. Aber die Idee ist noch immer sozusagen das, was das Ganze anleitet, nämlich Ihre Idee, die mehr oder weniger innovativ oder kreativ ist. Und die dritte Art, darauf zu schauen, auf diesen Art Lern- und Innovationsprozess, ist nämlich, dass man sagt, nein, es geht jetzt nicht nur darum, dass ich versuche, meine Idee, dem Markt, dem Produkt, der Dienstleistung oder was auch immer überzustülpen, sondern ich versuche, mich ganz einzulassen auf die Welt. Ja, und da bekommen dann diese beiden Begriffe wie Co-Becoming und Correspondence eine wichtige Rolle, nämlich, dass ich sozusagen rezeptiv werde, dass ich in Korrespondenz trete, dass ich in Resonanz trete mit dem, was in der Welt passiert und aus dem heraus sich diese beiden Flows, also mein Wissen, meine Ideen und das, was in der Welt passiert, die vereinigen sich. Und das bedeutet aber auch eine ganz andere Herangehensweise an Lernen und an Innovation, nämlich, dass ich versuche, ganz offen zu sein, was in der Welt entstehen will und kann dann quasi meine Vorstellungen oder meine Ideen mit dem wirklich verbinden. Und das ist genau das, was ich schon vorher gesagt habe, so das Bild, das hier ist, dass man in gewisser Weise einen Tanz, ja, mit der Welt, mit dem Markt, mit dem User, mit der Userin, was auch immer sozusagen das Objekt der Innovation ist oder des Lernens ist, dass man sich quasi in gewisser Weise in einen Tanz eintritt mit den beiden. Und sozusagen, worum es da geht, ja, ist in diesem einen kurzen Zitat zusammengefasst. Ja. We design our world, while our world acts back on us and designs us. Ja, worum geht es da? Was will das sagen? Das will Folgendes sagen, dass wir sagen, auf der einen Seite versuchen wir, die Welt zu verändern, aber diese veränderte Welt hat immer zugleich auch eine Veränderung in uns zur Folge. Ja, oder wir müssen offen sein, dass wir durch diese Welt verändert werden. Und es geht nicht darum, dass wir der Welt oder dem Produkt unsere Idee aufdrücken wollen oder dem Markt unsere Idee aufdrücken wollen, sondern dass wir gemeinsam eben in einem Co-Becoming gemeinsam sozusagen etwas entwickeln, was entstehen will. Zum Abschluss, ich bin gleich fertig. Die Frage nun, was braucht es denn sozusagen für Haltungen, aber auch für Skills, wenn wir diese Art des Lernens, diese Art der Innovation sozusagen vor Augen haben. Und das wird Sie vielleicht überraschen. Wir brauchen hier nicht super technologische Skills, ja, vielleicht von denen Sie schon viel gehört haben. Das ist alles wichtig, dass wir diese oder ich weiß nicht, Ingenieurwissen oder diese ganzen, wie soll ich sagen, auch diese klassischen Skills oder digitale Skills, sondern da geht es um sehr, sehr grundsätzliche Fragen. Und das hat weitreichende Folgen für die eigene Person. Ja, da muss ich mich als Person verändern in meiner Haltung und in meinen Mindsets, ja, aber auch für eine Organisation oder für ein Unternehmen als Ganzes. Nämlich, dass die Frage ist, was für Haltungen hat denn das Unternehmen als Ganzes? Und das erste Prinzip oder die erste sozusagen Haltung, ja, ich habe sie dann hier zusammengefasst, ja, listening to reality, openness and exposing oneself to silence. Ja, das ist eine Haltung des sich Öffnens, ja, und
des sozusagen in gewisser Weise auch Stillwerdens, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber ist überhaupt nicht komisch, nämlich ich muss still werden, damit überhaupt ich verstehen kann, was ist denn hier am Entstehen? In der Gesellschaft, in den Usern, was für Needs haben denn die? Und so weiter und so fort. Ja, das heißt, diese Haltung der Offenheit, und auch des Hinhörens, ja, des Hinschauens, des genauen Beobachtens, ja, all das sind, ganz wichtige Skills, aber auch Haltungen. Eine zweite Haltung, die damit sehr, sehr eng verbunden ist, ist sozusagen diese Haltung der Frage der Kontrolle. Ja, wie weit bin ich bereit, auch Kontrolle aufzugeben? Ich weiß, dass es aus unternehmerischer Sicht etwas sehr, sehr Schwieriges ist. Ja, wir sozusagen arbeiten sehr, sehr viel auch mit Unternehmern zusammen. Ich würde sagen, das ist fast das Schwierigste, weil natürlich ein Unternehmer genau darauf abzielt, möglichst viel Kontrolle zu haben, viel Planbarkeit zu haben, ja, dass ich weiß, was wird denn passieren, Vorhersagbarkeit. Aber zu sagen, nein, ich versuche das zu reduzieren, damit überhaupt einmal ich offen werde zu dem, genau das, was ich gerade vorhin gesagt habe, was da überhaupt passieren kann. Und das führt uns zum dritten und unserem dritten Prinzip, wo es darum geht, ja, in gewisser Weise sich auch leiten zu lassen von dem, was aus der Welt kommt, was aus dem Markt kommt, was von dem User kommt, aber nicht im Sinne von, ich übernehme das jetzt eins zu eins, sondern was gibt es hier für Potenziale, die noch nicht ausgeschöpft sind, die ich aber mal verstehen muss, sehr, sehr tief verstehen muss, damit ich überhaupt irgendetwas Relevantes sozusagen tun kann. Ja, weil sonst realisiere ich immer nur meine Ideen und glaube, das sind jetzt die coolsten und die kreativsten. Aber vielleicht geht das dann völlig an der Geschichte vorbei. Weil das, was wir wollen ja sozusagen eine Welt kreieren oder co-kreieren, in der auch eine gewisse, ich sage mal, Fruchtbarkeit da ist. Einerseits Fruchtbarkeit für ihre User, ja, aber auch Fruchtbarkeit für das Unternehmen. Und die Frage ist, wie kommt das zusammen? Und ich lasse das aus, weil ich schon ein bisschen spät dran bin. Wenn wir uns dann anschauen, sozusagen, was bedeutet das für Education, also für Bildung im weitesten Sinn? Einerseits, wie gesagt, schulisch, akademisch, aber natürlich auch in betriebliche Bildung. Da müssen wir sehen, dass plötzlich diese Dimensionen, diese fünf Dimensionen eine ganz wichtige Rolle spielen. Ja, diese Dimension des Beings, ja, das heißt die Frage, was für eine Beziehung habe ich überhaupt zu mir selber? Die Dimension des Denkens, das ist eh klar. Ich glaube, das ist das, was klassische Bildungssysteme sehr, sehr stark und sehr, sehr gut können. Ja, die Frage ist aber zum Beispiel auch diese dritte Dimension, ja, des Relatings. Ja. Wie kümmere ich mich um die Welt? Wie kümmere ich mich um andere? Unter Hochkommen, ja, dieses Caretaking. Ich glaube, das ist eine Haltungsfrage. Ja. Mit welcher Haltung gehe ich dann heran? Ja, Collaboration, glaube ich, ist auch das, was wir schon zumindest ganz gut können. Da geht es um Social Skills. Und dann das Letzte, dieses Acting, ja. Wie kann ich eigentlich Veränderung oder Transformation, wie kann ich das voranbringen? Ja, das ist etwas, was wir auch, glaube ich, mäßig können, aber da geht es dann wirklich um die Frage auch, mit welcher Haltung. Und bin gleich fertig, sozusagen, um wieder zurückzukommen auf das Überthema. Und da ist ganz interessant, da gibt es von der UNESCO, die haben also ein relativ neues Papier, wo sie versuchen zu beschreiben, was eigentlich Bildung, Training, also all das sozusagen der Zukunft, was das eigentlich ausmacht. Wir müssen jetzt da nicht durch das ganze Zitat durchgehen, was ist der Sukkus der ganzen Geschichte? Nämlich, und ich zeige Ihnen das, ja, das ist ein sogenannter, ein paradigmatischer Shift, also das heißt eine paradigmatische Veränderung, es gibt oder geben muss eigentlich, nämlich, dass wir nicht mehr nur oder nicht hauptsächlich etwas über die Welt lernen, sondern ja, dass wir lernen, wie wir gemeinsam mit der Welt um uns eben in sogenanntes Co-Becoming kommen können. Ja, das heißt, es geht eigentlich darum, dass wir wieder lernen, neu lernen, mit der Welt zusammenzuleben. Ja, das gilt, wenn ich Lernprozesse bei kleinen Kindern mir anschaue, ja, oder bei Jugendlichen, wo es, also ich habe selber zwei Söhne, wenn ich mir anschaue, was die lernen in der Schule, totale Katastrophe, wo es immer nur hochkognitiv, teilweise völlig abstrakt, völlig sinnentleert, aber die ganz praktischen Dinge im Sinne von, wie lebe ich in der Welt, wie lebe ich mit der Welt, wie gestalte ich sie, ja, diese Dinge sind total unterbelichtet, wenn sie überhaupt vorkommen. Das heißt, da geht es wirklich um die Idee, um von diesem sogenannten Co-Becoming.
Letztes Slide, dann haben wir es geschafft und dann freue ich mich schon auf die Diskussion. Nochmal der Versuch einer Zusammenfassung, ich werde jetzt auch nicht auf jeden einzelnen Punkt hier eingehen. Was es bedeutet, wenn sozusagen diese Futures Literacies eigentlich im Vordergrund von Lernprozessen und auch in Innovationsprozessen stehen. Nämlich, sich sozusagen klar zu sein, dass ich, wenn es darum geht, etwas zu lernen oder zu innovieren, dass ich viel mehr mich auf diese Potenziale aus der Zukunft verlassen kann auch, ja, und sie quasi die Zukunft benutzen kann, um meine Lernprozesse und Innovationsprozesse voranzubringen. Auch sich einzugestehen, dass das sogenannte Open-Ended Processes sind. Das heißt, ich kann zwar wunderschöne Pläne machen, aber in einer VUCA-Welt werden die einfach nicht funktionieren, weil sich die Welt so schnell verändert, dass ich in dem Moment, wo ich am fertig bin, die Welt schon wieder ganz woanders ist. Das heißt, ich muss in dieser Offenheit sein, dass ich quasi mit der Welt in ein Spiel eintrete oder in so einen Tanz eintrete. Und am Schluss habe ich Ihnen dann noch ein paar so Mindsets oder Haltungen und Skills aufgelistet, die da wichtig sind. Ich greife nur ein paar heraus. Ich glaube, Sie können dann eh gerne auf diese Folien zugreifen. Also es geht ganz, ganz stark um die Frage der Offenheit. Ja, nämlich im Sinne von, wie offen bin ich eigentlich für das, was ich beobachten, was ich sehen kann, was es für Potenziale gibt. Ja, und wie sehr kann ich dieses Predictive Mind, von dem wir zu Beginn gesprochen haben, wie sehr kann ich das herunterfahren? Wie kann ich das sozusagen reduzieren, damit ich nicht permanent die Welt nur mit meinen eigenen Ideen überziehe, ja, und quasi Schrott produziere, oder vielleicht nicht nur Schrott, aber zumindest vielleicht nicht immer nur Sinnvolles produziere, sondern sagen, was ist da am Entstehen? Ja, das hat aber auch etwas zu tun, zum Beispiel mit der Frage, wie gehe ich mit Unsicherheit um? Wie gehe ich mit dem Unerwarteten um? Ja, das hat auch etwas damit zu tun, ja, wie geduldig ich bin. Manchmal braucht es einfach ein bisschen Zeit. Wir leben in einem Zeitalter, wo alles hickedunk passieren muss. Das ist oft nicht hilfreich. Innovation und Lernen braucht Zeit, weil es eben nicht nur darum geht, quasi Wissen anzuhäufen oder neues Wissen zu produzieren, sondern es geht auch um eine persönliche Transformation, ja, um darum, dass ich mich auch verändere und verändern lasse, damit ich überhaupt erst in Einklang mit dieser Welt kommen kann. Also wenn wir von Sustainable Innovation sprechen, dann ist das genau die Haltung, die dafür notwendig ist. Das heißt, es geht genau darum, ja, zum Beispiel auf dieses Not Yet, also auf das, was noch nicht ist, aber was schon am Entstehen ist. Ja, das sozusagen sich in dem letzten Satz hier, den ich schon einmal gesagt habe, dieses Learning from the Future as it emerges, da fasst sich sozusagen diese ganze Haltung, aber auch diese Skills zusammen. Gut, ich lasse es hier einmal stehen. Ich sage danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich schon auf Diskussionen, wo wir dann vielleicht ein bisschen ins Detail gehen können, wenn Sie noch dazu Fragen haben. Dankeschön. Herr Professor, herzlichen Dank für diese Ausführungen. Hochinteressant, was Sie uns da bis jetzt gezeigt haben. Wir haben zuvor schon ein bisschen in die Zukunft geschaut. Wir werden jetzt noch ein paar Fragen stellen. Und ich glaube, die Angelika Seri-Foscher, die hat schon für uns zwei Fragen vorbereitet, die beide auch zu unseren Zuhörern heute passen. Ja, genau. Herr Professor, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war von Beginn an, ist bei mir ein großes Aha sozusagen aufgelöst worden mit diesem Highspeed. Und da habe ich gleich eine erste Frage. Diese Highspeed-Zeit, und Sie haben das so schön aus der Neurowissenschaft abgeleitet. Denken Sie, dass unsere Gehirne, dass wir uns als Mensch an diese Highspeed-Zeit in der Evolution anpassen werden? Also Evolution denkt in Jahrtausenden. Also ich glaube nicht, dass es von heute auf morgen geht. Ich glaube vielmehr, dass wir uns Strategien zurechtlegen müssen, wie wir sozusagen das, was genuin menschlich ist, nämlich genau dieses kreative Denken, genau dieses tiefe Verstehen von Dingen, auch das Soziale, ich glaube, das sind Dinge, die wirklich Zeit brauchen, dass wir sozusagen dem wieder viel, viel mehr Raum geben und auf intelligente Art und Weise all die dumme Arbeit irgendwie auslagern auf Maschinen. Also sprich, wenn Sie sich anschauen, was sich da jetzt nur in einem Jahr mit diesem ganzen ChatGPT getan hat, also mit diesen generativen Modellen oder mit den kognitiven Technologien, dann glaube ich, dass es hier ein unendliches Potenzial an Auslagerung gibt, damit wir eben wieder viel mehr Zeit haben für genau die Dinge, die wir eigentlich bräuchten, weil dort entsteht dann auch wirklich das Neue. Das heißt, ich würde das eher so sehen und nicht hoffen darauf, aha, vielleicht können wir Menschen endlich einmal schneller denken. Ja?
Ich glaube, das schnelle Denken führt letztlich zu nicht viel. Ja, weil, Entschuldigung, nur kurz, im schnellen Denken replizieren wir immer nur das, was wir eigentlich schon gewusst haben, in kleinen Variationen. Und das ist nicht besonders interessant, weder wenn es um Lernen noch um Innovation oder auch in sozialen Kontexten geht. Und ich glaube, wenn wir aber Zeit schaffen, ja, durch Automation und Auslagerung von den Routineprozessen für diese Dinge, dann haben wir eine Chance, wirklich auch ein qualitativ besseres Leben zu leben. Das heißt, die Zusammenarbeit mit der künstlichen Intelligenz ist eigentlich für uns eine Basis geworden. Ich würde sagen, das ist unabdingbar. Das wird uns so, ich meine, es hat uns schon überrollt. Ja, und ich glaube, wir sind erst am Anfang und beginnen ganz langsam erst zu begreifen, was das wirklich für Folgen hat. Ja, für uns, also für uns bei uns auf der Uni hat das radikale Folgen schon. Und ich glaube auch in Unternehmen, eben, ich habe auch eine Firma, wo wir mit vielen Unternehmen zusammenarbeiten, die haben noch nicht, also viele haben einfach noch nicht wirklich, sehen es einfach noch nicht, was da wirklich für eine Welle auf uns zukommt. Jetzt nicht im Sinne einer Angstmache, aber im Sinne auch einer echten Chance für fundamentale Veränderung im positiven Sinn, dass da wirklich mehr Qualität entstehen kann. Ja, vielen Dank. Das ist so ein positives, motivierendes Statement, weil wir natürlich auch versuchen, durch ChatGPT und Prompting-Kurse und so weiter Wissen in die Breite der, in dem Fall jetzt der Wirtschaft und des Schulsystems auch hineinzubekommen. Genau, das bekräftigt das. Jetzt habe ich eine zweite Frage. Sie sprechen von Future Literacy und vom Bildungssystem. Wo denken Sie, sitzen ja heute im Publikum sozusagen Bildungsexperten und Wirtschaftsexperten zusammen. Wo denken Sie, müsste man ansetzen? Wo ist der Hebel, dass man sagt, in Lehrplänen jetzt bei Lehrberufsplänen oder in berufsbildenden Schulen, wo würden Sie ansetzen? Was könnte man schnell integrieren, um diese Future Literacy, was wäre der erste Hebel, den Sie umlegen würden? Also, ich glaube, da wieder eine zweigeteilte Antwort. Die langfristige Sache ist, ich glaube, dass das systematisch eingearbeitet werden muss, schon beginnend beim Kindergarten, obwohl ich denke, dass gerade kleine Kinder, die sind ja noch sehr gut darin. Ja, die sind noch nicht so verbildet, ja, sozusagen so eingeschränkt in dem, was sie wahrnehmen, denken, sehen können. Das heißt, das würde ich ja mal sozusagen wirklich systematisch, glaube ich, müsste man diese Fähigkeiten und Fertigkeiten einbauen in Curricula, also Ausbildungssysteme, Curricula, in verschiedensten Ebenen, bis hin auf Universitäten. Also das, was wir hier tun, ist eigentlich, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob wir hier wirklich Menschen dazu heranbilden, autonom und zukunftsorientiert zu denken. Ja, ich glaube, es geht nach wie vor ganz, ganz stark um immer wieder sozusagen das Wiederholen, um Dinge sozusagen zu perfektionieren. Das sind alles schon gute Dinge, aber ich glaube, was ich gemeint habe mit dieser VUCA World, dass diese Divergenz immer größer wird. Und die zweite Frage, die kurzfristige Frage, ich denke mir, es wäre super spannend, auf verschiedensten Ebenen sozusagen sehr intensive, ich sage mal, einfach erfahrungsbasierte Formate zu entwickeln, wo es eben nicht nur darum geht, und das ist, glaube ich, das Problem von sehr, sehr vielen, auch wir haben auch, also ich bin bei uns in der Curriculumsentwicklung auf der Uni tätig, aber in unserem Unternehmen haben wir auch schon viele so kleine Academies aufgebaut, beziehungsweise so kleine Curricula gestaltet. Ich glaube, es geht da wirklich ganz, ganz, ganz stark darum, einerseits natürlich das Wissen zu verbreiten, das ist einmal die Voraussetzung in gewisser Weise, aber das extrem erfahrungsbasiert zu machen, projektorientiert zu machen, wirklich, dass die Menschen spüren, und ich glaube, das ist etwas, das ist nicht nur kognitiv, da geht es um Emotionen, da geht es um das Soziale, da geht es um den Kontakt mit der Realität, dass die Menschen erfahren, ja, wie fühlt sich das an? Ja, und ich glaube, das ist etwas, was auch nicht leicht ist zu machen, weil wir eben nicht viele Multiplikatoren haben, die das können. Aber ich glaube, da Formate zu entwickeln, das wäre super spannend. Man kann natürlich schöne Videos machen und ich weiß nicht, man kann tausendmal drüber reden. Man sagt mal, aha, ja, nett, aber irgendwie fehlt einem dann vielleicht die Motivation, aber auch einfach das, wie soll ich sagen, der Mut in gewisser Weise, das zu tun. Weil wenn ich glaube, wir leben in einer Welt heute, die schon so abstrakt ist, wo es nur mehr um Bilder geht.
Ja, allein, dass wir hier sitzen, ja, ich sitze hier in meinem Büro, Sie sitzen dort, die Kolleginnen und Kollegen, die hier zuhören, sitzen irgendwo, was ja super cool ist, aber sozusagen, wenn es um solche Fragen geht, geht es wirklich wiederum darum, dass ich einen direkten Kontakt mit der Realität habe und nicht immer einen vermittelten. Ja, weil Sie bekommen immer ein vermitteltes Wissen, aber erst aus dem direkten Kontakt kann wirklich das Neue entstehen. Und diese Erfahrung, die glaube ich, die sollte man wieder machen oder viel mehr machen. Ja, vielen herzlichen Dank. Du Dankeschön. Hast eine weitere Frage? Also genau, ich habe noch eine Frage. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann fordern Sie uns ja ein hohes Maß an Kreativität ab für diesen Schulterschluss mit der Zukunft. Aber wissen Sie, was passiert? Wir sind beide in kreativen Berufen tätig. Wenn Sie zu jemandem sagen, sei kreativ, dann passiert nämlich meistens gar nichts. Das heißt, kann man diese Kreativität jungen Menschen vielleicht auch lernen oder mitgeben und sagen, ja, werdet kreativer, schaut in die Zukunft und traut euch was zu? Das ist, ich würde sagen, nette Ansage. Nette Ansage. Aber die Frage ist genau das Wie. Das habe ich gemeint, gerade vorhin in meiner vorigen Frage oder in Ihrer vorigen Frage. Die Frage ist, welche Formate gibt es da? Oder welche, ich glaube, nur zu sagen, ich meine, es gibt ja unendlich viel so diese ganzen Kreativitätstechniken, dieses ganze Blabla. Entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt etwas abschätze. Ja. Ja, ich glaube, dass das fußt auf einer Auffassung von Kreativität, die völlig überkommen ist. Ja, die glaubt sozusagen, Kreativität findet nur bei uns im Kopf statt. Ja, und ich glaube, das ist sehr, sehr oft, und das ist genau doch was Sie gerade gesagt haben, ja, sei kreativ und plötzlich beginne ich wie wild zu denken und mir fällt natürlich nichts ein, das ist eh klar, weil ich im Moment völlig geflasht bin oder irgendwie gehemmt bin, aber genau aus den Gründen, die ich Ihnen vorher gesagt habe, mit diesen neurowissenschaftlichen Predictive Mind, das ist genau der Grund, warum ich nicht auf Abruf kreativ sein kann. Aber zum Beispiel, was ich auch vorhin gemeint habe, ja, in dieser Interaktion mit der Welt, ja, mit dem wirklich in Beziehung treten mit den Dingen, mit den realen Dingen und nicht nur mit virtuellen Dingen, da kann man zum ersten Mal sich ein bisschen befreien. Und das löst dann auch in gewisser Weise diese Hemmung. Und dann ist wirklich erst die Möglichkeit, dass etwas Neues entstehen kann. Weil sonst bleibt es immer nur beim Selben, in Variationen. Aber wie gesagt, ja, das ist natürlich super spannend, darüber nachzudenken. Wir haben hier bei uns auf der Uni, leite ich ein kleines, zumindest bei uns heißt es Erweiterungskurriculum, wo wir genau diese Dinge ausprobieren mit unseren Studierenden. Ja, die sind am Anfang völlig verstört, weil sie überhaupt nicht kapieren, was da jetzt abgeht, ja, weil sie gewohnt sind, eben Dinge zu lernen, zu lesen, Videos zu sehen und dann zu reflektieren und ich weiß nicht was alles, aber genau diese Art des Denkens und des Arbeitens oder des Tuns eigentlich, ja, das macht sie aber dann am Ende des Semesters sagen, wow. Ja, also wir haben dann immer irgendwelche Pitches am Schluss und ich weiß nicht was, wo wir dann auch sehen, da ist es jetzt wirklich was weitergegangen. Das habe ich auch gemeint. Es geht eigentlich ganz, ganz stark nicht darum, nur irgendwie quasi abstraktes Wissen oder auch nur Skills. Ja, Skills sind letztlich Techniken, das sind Mittel. Aber es geht um eine persönliche Transformation und ich glaube, da wagen sich wenige also Bildungsformate dran. Und ich glaube, da ist der große Hebel. Perfekt, herzlichen Dank. Ich glaube, ich darf auch noch unseren Zuseherinnen und Zusehern sagen, dass wir Ihre Präsentation anschließend auch zur Verfügung stellen dürfen. Natürlich, ja, gerne. Herzlichen Dank. Dankeschön. So, und jetzt übergebe ich das Schlusswort. Ich glaube, wir bedanken uns jetzt auch bei Herrn Professor, weil wir haben sonst keine Fragen mehr bekommen. Aber ich glaube, es sind auch viele Fragen heute beantwortet worden und auch aufgeworfen worden, für mich auf jeden Fall. Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen, also zum einen Danke für Ihre dir. Ausführungen, zum anderen auch für die Diskussion. Danke für die Einladung. Dankeschön. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank an Sie, Herr Professor. Und ich habe gehört, wir in Oberösterreich sind Sie bei uns zu Gast nächstes Jahr. Bei unserem Bildungsformat, wo wir zusammenkommen, sozusagen Unternehmer und Bildungsfachleute, und wir freuen uns schon sehr darauf. Das ist dann im Frühling soweit, bekomme ich gerade. Ja, im April, glaube ich, ja, genau. Ja, ja. Genau. Es wird eine ganz tolle Veranstaltung werden. Ja, vielen herzlichen Dank. Es war für uns sehr bereichernd, sehr inspirierend. Und ja, mit dieser Inspiration lassen Sie uns alle gemeinsam gut in die Vorweihnachtszeit hinein. Ja. Gleiten und nehmen wir uns einfach mehr Zeit. Sie haben komplett recht, mehr Zeit zu nehmen für die Beziehung treten mit der Welt. Das habe ich besonders schön gefunden und nehme das unmittelbar in meinen eigenen Berufsalltag in die Agentur mit. Vielen herzlichen Dank und Ihnen alle ja, alles Gute. Danke für die Einladung. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Danke. Dankeschön. Dankeschön.